Benz-Freunde, aufgepasst. C200 Benziner, 184 PS Serie, 300 Newtonmeter. Und der steht hinter uns und der kriegt was ganz Interessantes. Was Cooles, finde ich. Zunächst einmal ist das eine Limousine, wie ihr sehen könnt. Und was mir aufgefallen ist, ne, also das macht Mercedes eigentlich schon ganz cool, weil der hat auch dieses AMG Line, nennt sich das. Wir haben nämlich auch mal ein neues Auto bestellt. Ne? Da kann man dieses AMG Line nämlich auch anklicken. Was das ist, sagen wir nicht. So, und der sieht eigentlich fast aus wie ein 63er. Ohne Scheiß jetzt. Guck mal, die Räder sehen aus wie bei meinem, nur ein bisschen kleiner. Dicker Spoiler drauf, die Stoßstangen, auch hier von vorne, ne, mit dem Grill und so. Das sieht fast aus wie C63, finde ich. Ne? Also auf den ersten Blick siehst du da keinen großen Unterschied. Ich sag mal als Laie, ne? Ein Kenner kennt das natürlich, aber als Laie siehst du da keinen großen Unterschied. Von innen das Gleiche, ich will jetzt nicht da reingehen, weil mit der Kamera Belichtung ist so dunkel. Aber das macht Mercedes mittlerweile echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil du kannst bei allen Modellen dieses AMG-Paket, AMG-Line mitbestellen, dann sehen die echt aus wie AMGs. Aber das ist nicht der Punkt. Also 184 PS, 300 Newtonmeter Serie, der kriegt von uns eine Abgasanlage komplett mit Downpipes von Armytrix und eine Stufe 2 Softwareoptimierung. Und dann sollte man von der Leistung ja schon und vom Drehmoment her schon ein bisschen Kasala machen. Next Step für das Auto wird Fahrwerk sein und dann Räder. Das ist also so ein Komplettprojekt von uns. Und wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Armytrix Abgasanlagen könnt ihr bei uns bestellen und über uns bekommen natürlich. Und demnächst kommt noch eine weitere Überraschung, wenn alles gut geht, was noch bezüglich einer anderen Abgasanlagenmarke betrifft, die ihr aber schon ja, eigentlich sehr gut kennt von mir. Ne? Dazu kommen wir aber später noch. So, das war's. Wir machen jetzt Eingangsmessen und gucken, ob der 184 PS auch wirklich drückt. Ich denke, er wird sogar ein bisschen mehr machen. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, also wie versprochen haben wir ein bisschen mehr Leistung. 180 PS sollen anliegen, 197 PS liegen an, 17 PS mehr als Serie, 300 Newtonmeter soll er haben, 316 Newtonmeter liegen an. Also wir haben gute 15 PS, 15 Newtonmeter, sage ich jetzt mal, oder 17 PS, 17 Newtonmeter für die ganzen Schlauberger für euch. Mehr Leistung als Serie. Ihr könnt sehen, also ich finde das Diagramm wirklich nicht schön, Serie. Das ist echt so ein bisschen kraggelig. Wir gucken mal, ob wir es ein bisschen schöner hinkriegen, ein bisschen gerade und vor allem mit mehr Leistung. Und ich melde mich gleich wieder mit einem Vergleich zwischen der Armytrix-Anlage und der Serienanlage. Bis gleich. Wie versprochen geht es jetzt weiter. Und zwar haben wir jetzt mal die komplette Armytrix-Abgasanlage für unseren, nicht für unseren, aber für den Kunden C200 ausgelegt. Genau, also qualitätsmäßig könnt ihr, also das sieht schon gut aus, das ist schön geschweißt. Man kann das wirklich hier sehen mit den Klappen und so, ne, wie das hier eingeschweißt ist. Du siehst bei vielen Abgasanlagen, da kommt die Rohrführung und auf einmal ist die Klappe dann kleiner, dazwischen geschweißt. Das ist natürlich absolut Schrott. Aber das ist von der Qualität her auch sehr, sehr gut. Was können wir sehen? Also, wir haben zwei Endschalldämpfer. Die kommen ohne Endrohre, weil die Endrohre ja im Diffusor drin sind, ja, in der Stoßstange. So, dann haben wir interessantes Konzept und zwar haben wir zwei Resonatoren. Ne? Also zwei Resonatoren, ich denke, die machen das, um den Drohnen zu eliminieren. Ja, also wir haben zwei Resonatoren. Hier vorne ist quasi das Hosenrohr, also das ist die Frontpipe und dann geht es hier zur Downpipe. Das ist eine Downpipe, ne? Also kann man mal reinschauen, ne? Da ist nicht viel drin, ne? Sag ich jetzt mal. Das ist halt so die Downpipe. Ja? Und natürlich schön präsentiert hier die Steuerung von Armytrix. Das haben sie auch ziemlich geil gelöst. Da muss ein bisschen was verkabelt werden. Und dann hat man diesen kleinen OBD-Stecker, der kommt dann, so kann man es sehen, ne? Der kommt dann quasi in den OBD-2-Port rein und darüber funktioniert dann im Endeffekt später die Klappensteuerung mit der Fernbedienung. Und da gibt es auch drei Möglichkeiten, drei Varianten. On, off, Auto. On, Klappe auf, off, Klappe zu, Auto, Klappensteuerung öffnet, je nach Gaspedalstellung, meistens bei 3000 Umdrehungen. So, das, was davon Steuer geht, hatten wir schon rausgeholt, liegt bei mir am Schreibtisch. Da muss auch nur der Deckel abgemacht werden, also keine Platine drehen, von oben anpinnen. Und ausgelesen habe ich es jetzt schon. Ich mache mich jetzt an die Arbeit in meinem Büro. Die Jungs machen sich an die Arbeit
hier und dann melden wir uns vielleicht gleich mal wieder, wenn die Originalabgasanlage demontiert ist und dann können wir mal schauen, wie die Unterschiede sind. Also Armytrix gegen Original. Wie versprochen geht es weiter mit der Abgasanlage und zwar erklären wir jetzt mal die Unterschiede zwischen der Serienabgasanlage bei diesem wunderschönen C200 und der Armytrix Abgasanlage. Also, Aufbau wie folgt. Zwei Endschalldämpfer mit Klappensteuerung, zwei Endschalldämpfer riesengroß, hässlich, schwer und leise ohne Klappensteuerung. Dann kommt hier ein Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer klein. Also das ist jetzt Mittelschalldämpfer groß hier. Ne? Der Lars war gerade hier, der wusste nicht, was er machen soll. Mittelschalldämpfer groß, Mittelschalldämpfer klein. So, jetzt wird es interessant. Noch ein Mittelschalldämpfer. Ich denke wirklich, den haben sie noch mal eingebaut, damit das Dröhnen weniger wird. Und jetzt kommt etwas, das Wort kriege ich kaum zusammen. Ja? Also, man würde ja denken, ah, wir haben jetzt noch einen Schalldämpfer. Aber dann überlegst du dir, warum haben wir denn hier jetzt nochmal eine Position für eine Lambda-Sonde? Und warum ist hier ein Temperaturfühler? Ja? Der Temperaturfühler hängt am Auto, aber da muss der Temperaturfühler rein. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, ob ich das Wort zusammenkriege, weil das kann wirklich nur ein deutsches Wort sein, ja? Weil so ein Wort können sich nur die Deutschen einfallen lassen, ja? So, das ist, ich komme gar nicht, was ist das nochmal? Schnarchkat, Stickoxid, Regeneration, Sonderrad? Was für ein Ding? Ein NOX-Katalysator, aber ein Stickoxid-Regenerationskatalysator. Wie funktioniert der? Normalerweise würde ich sagen, ist die Ähnlichkeit zu einem Partikelfilter sehr groß, weil ich sehe sowas eigentlich auch so selber, sag ich mal, sehen zum ersten Mal. Und zwar ist das folgendermaßen, das funktioniert bei Verbrennungsmotoren mit Direkteinspritzung, weil während dieser Einspritzung solche feine Partikel produziert werden, so dass um die Euro-Abgasnorm 6 zu erfüllen, ihr das hier braucht. Aber was macht das überhaupt? Ja? Als allererstes mal ganz wichtig, und jetzt müssen wir mal aufpassen, weil da werden auch die Leute sagen, nein, doch nicht. Also meiner Meinung nach, oder eigentlich nicht meiner Meinung nach, eigentlich ist es auch so erklärt, dass wenn das Ding hier voll ist, ja, und das regelt über die Temperatur, sondern er merkt halt, wann der halt heiß ist, wann der warm ist, wann der kalt ist, dann läuft das Auto fetter, ja, um diese Regenerationsphase zu starten. Das heißt, im Endeffekt verbraucht ihr dann mehr Sprit. Ja. Jetzt kommen die Techniker, jetzt kommt Daimler-Benz, jetzt kommen sie alle und schreiben uns E-Mails, nein, das ist alles verkehrt. Aber so verstehe ich das Konzept. Das ist also dafür schon da, um Euro 6 zu erreichen, aber sobald dieser Regenerationskatalysator, Alter, was ist das für ein Wort, sich der Sättigung nähert, ja, wird halt mehr Sprit eingespritzt, das Auto fetter läuft und dadurch eine Regeneration stattfindet. So, mehr will ich darauf nicht eingehen, das war sowieso schon viel zu lange. So, dann geht's hier weiter, Hosenrohr, warum die das hier geteilt haben, ist eine gute Frage, kann ich so, glaube ich, fast gar nicht erklären, für mich völliger Schwachsinn. So, dann hier geht es weiter mit dem Armytrix-Hosenrohr und natürlich die Armytrix-Downpipe. So, wie ihr sehen könnt, das ist die originale Downpipe. Ja, da kann man mal reinschauen, der dicke Katalysator, Vor-Cut-Sonde, Nach-Cut-Sonde. Ja, wie gesagt, der hat drei Lambda-Sonden, also Vor-Cut, Nach-Cut und dann noch eine Sonde hinter dem Stickoxid-Regenerationskatalysator. Was für ein Wort. So, und im Vergleich, die Downpipe quasi ich sag mal High-Flow-Downpipe. Ja, kann man mal reingucken. Da sieht man viel, da sieht man nichts. So, also, das war's von mir. Die Jungs bauen ein. Steuergerät ist soweit, brauchen wir eh nicht mehr. Steuergerät ist soweit fertig und dann melden wir uns gleich mal wieder, machen Soundcheck. Wir haben jetzt Serie keinen Soundcheck gemacht, aber der hat es noch nichts zu hören gegeben, weil eigentlich kein Sound da war. So, wir bauen runter, schmeißen an, dann gibt's was auf die Ohren und bis gleich. Wir sind fertig und der Kleine klingt jetzt fast wie ein ganz, ganz großer. Abgasanlage ist montiert, Downpipe auch, Tuning ist gemacht und ich habe noch ein kleines Gimmick mit eingebaut und zwar knallt er jetzt wie ein AMG. Also ich habe natürlich die Schuberschaltung deaktiviert, aber halt wie beim AMG, ne? Wie das die AMG-Serie haben. Und genauso klingt das auch. Ein Soundcheck gibt es aber nachher. Wir sind ein bisschen spät, Zeit dran. Der Kunde muss gleich weg. Der ist nämlich Tanzlehrer. Ja, und der hat nämlich gleich noch Tanzschule. Und darum messe ich jetzt schnell und dann gibt es gleich noch einen Soundcheck. Und dann gucken wir mal, wie viel Dampf wir haben und vor allen Dingen, wie er klingt. Denn klingen tut er wirklich geil.
Also, wir liegen jetzt bei 239,2 PS, also 240 PS und 405 Newtonmeter. Im Vergleich zur Serie, wir können sehen, ja, wir haben auch eine Viertelgangmessung gemacht, die haben wir leider nicht gespeichert, beziehungsweise der Rechner ist abgestürzt. Was man mit dem Auto merken kann, ist, dass der im vierten Gang eine viel sauberere Linie zieht. Ja, sowohl auch im Tuning als auch in Serie, aber wir haben die vierte Gangmessung nicht, darum vergleichen wir jetzt einfach fünfte Gang zu Serie. Serie hat man 100, was hat man 100, guck ich mal nach, Moment. Genau, so 197 PS und 316 Newtonmeter, jetzt lege ich die Tuningmessung mal drüber. So, also dicke Linie Tuning, dünne Linie Serie, ihr könnt sehen, da ist ein massiver Unterschied in Leistung. Und im Drehmoment, ja, wir gehen mal wieder die Drehzahl ab und gucken mal, was wir einen Unterschied haben. Und ihr guckt euch den Bildschirm an und ich rede, ja, so. So, bei 3000 Umdrehungen hat das Auto jetzt 36 PS mehr. 167 liegen jetzt an, 161 lagen vorher an, 308 Newtonmeter lagen vorher an, jetzt 391, ja, also gute 80 Newtonmeter mehr und 36 PS. Gehen wir jetzt mal von der Leistung, aussprechen, sagen wir mal bei 4,7. Lagen vor 194 an, jetzt liegen 240 PS an. Ja? Also gute 45 PS mehr und knapp 70 Newtonmeter bei 4700 Umdrehungen. Ich denke, das ist ein gutes Ergebnis. Der Wagen wird auf jeden Fall viel besser gehen. Klangtechnisch auch gut jetzt. Ne? Nicht zu laut, nicht zu leise. Durch die Deaktivierung der Schubaufschaltung knallt er auch ein bisschen, nicht extrem. Ist immer noch eine C-Klasse. Und der Kunde ist sehr, sehr glücklich damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr Army-Tricks haben wollt, wenn ihr Tuning haben möchtet, ihr wisst, was ihr machen müsst, bei uns anrufen oder verkauf@simonmotorsport.com. So, in diesem Sinne, vielen lieben Dank. Next Stop LA. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.